So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Anno 1602. Ich habe jetzt einfach mal wild auf Spiel fortsetzen geklickt und ich hoffe, dass das genau der Stand ist, an dem wir fortfahren wollen, um unsere Einwohnerzahl zu erreichen. Denn unsere jetzige Aufgabe ist ja, hatte ich nicht schon mehr, oder sind die alle schon wieder gestorben? Ich hatte ja da unten, genau, da unten hatte ich so Lebensmittelfarmen gebaut. Dann können wir mal gucken, was wir hier noch an Materialien haben. Nö, komm, das machen wir mal zusammen. Da gehen wir jetzt mal schauen. Ich meine, doch, ich meine den geladen. Ich war gerade ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht mehr Einwohner hatte als 3500. So, der pepelt sich gerade ein bisschen auf. Ich meine, wir können echt mal gucken. Also, ich bin mir gerade echt nicht sicher. So. Ein Brand wütet in eurer Niederlassung. Das sah mir eigentlich gerade 3-4. Sieht mir eigentlich sehr nach dem Stand aus. Wir können mal einen anderen nehmen. Vielleicht den da. Nö, der ist definitiv wo ganz anders. Und was ist bei dem? Der ist auch definitiv wo ganz anders. Okay, gut, dann war das doch der Stand. Den speichere ich jetzt einfach mal. Hier weg. So. So. Genau. Dann, ja. Der wird ja jetzt hoffentlich bald mal ein Bürger werden. Und dann können wir uns eigentlich schon Gedanken darüber machen. Wie es denn jetzt vielleicht mal weitergeht. Also momentan sieht es ja so aus, dass wir von Lebensmitteln endlich mal genug haben. Kakao, Gewürze und Alkohol scheint auch noch relativ ausreichend zu sein. So, die Nahrung lassen wir auf dem Schiff. Schmuck haben wir nicht genug. So. Ich überlege mir auch gerade, ob ich die Produktion von Schmuck vielleicht einstelle. Ich meine, das senkt halt unseren Steuerertrag, aber auf der anderen Seite. Hey. So, haben wir jetzt. Das senkt zwar auf der einen Seite unsere Steuererträge, auf der anderen Seite. So, genau, da könnte man theoretisch eigentlich schon noch weitere hinbauen. Wunderbar. Genau. Wie gesagt, also im Prinzip müssen wir jetzt wirklich einfach erstmal zugucken und abwarten und peu à peu die Leute nach oben eskortieren. Ich könnte hier unten einfach noch eine Uni hinbauen. Dann würden hier schon mal ein paar von diesen Aristokraten, von diesen Kaufleuten zu Aristokraten werden. Die Sache ist halt die, das mit dem Gold, es gibt halt nicht genug Gold. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie ein Problem,
dass ich das Gold nicht schnell genug ranbrächte, sondern ich habe halt nur diese eine Mine und diese andere Mine, das klappt ja nicht. Insofern, so, was wir hier mal machen könnten, ist, wir könnten die Wege ausbauen. Was kann ich denn hier noch machen? Also wie gesagt, die Insel mit den 5000, die hat die eh nicht überlebt, weil sie einfach keine Lebensmittel hat. Das heißt, das ist quasi das, was wir jetzt halt machen müssen. Wir müssen dafür sorgen, dass genug Lebensmittel vorhanden sind. So, und eigentlich, solange es noch Bürger gibt, die sich entwickeln können, und solange es noch Siedler gibt, die sich entwickeln können, brauche ich keine neuen Hütten bauen. Wie gesagt, wir machen das gemütlich, weil wir halt wirklich, das geht halt recht schnell, dass da irgendwelche Bedarfsgüter, apropos, dann kann ich den Einkauf hier vielleicht auch mal bleiben lassen. Einkaufskosten habe ich ja gerade eh nicht. Und dann können wir mal gucken, was wir verkaufen können. Ich glaube, Steine kann ich verkaufen, wobei Stein sieht mir gerade ziemlich eingeschränkt aus. Ah ja, da habe ich eine Menge für Plätze weggeblasen. Super. So, und die sind auch super. Ja, wunderbar. Da muss ich eigentlich bloß jetzt dich noch beobachten. Du wirst demnächst mal, also wie gesagt, der wird mit Sicherheit kein Aristokrat. Wobei hier unten habe ich es ja auch hingekriegt. Und da fehlt ja wirklich einfach nur die Universität. Das können wir echt überlegen, ob wir da nicht irgendwo eine Universität hinklatschen. Und das dann für uns Aristokraten erzeugt. Wir haben hier jetzt 5 Siedler. Irgendwie habe ich das Gefühl, die werden mehr. Okay, ein Siedler zahlt 6 Bürger. So, und der müsste dann ja bald mal Dingens werden. Ah, hier unten haben wir jetzt neue Aristokraten. Da haben wir immer noch nur Bürger. Da haben wir plötzlich 8 Bürger. Achso, ja, der Plan ist quasi, dass die... Okay, von mir aus. So, das sind Kaufleute. Ja, auf 33 kann ich die... Nee, kann ich nicht. Genau. Die kann ich auf 33. Genau, so war das. Die Gewürze werden jetzt auch langsam, aber auch wieder knapp, oder? Bin ich gerade am Überlegen, ob ich hier nicht irgendwie gewürzinselmäßig... Also noch gibt's genug. Für alle. Und zwar so viel genug, dass es manche Leute gar nicht abholen.
Da würde ich vielleicht doch mal hier den Konto ausbauen wollen. Dann machen wir hier mal die Rohstoffe rein. Natürlich so und so und so. Und dann düsen wir mal hier rüber. Ich meine, wir können jetzt wirklich peu à peu unsere... Das ist ja vom Kontor her dämlich, wenn es halt einfach nur fast leer ist. So, so und so. Na, kommt so. Und dann würde ich da doch mal sagen, hey. Und dann nehmen wir dich alles wieder mit. Und fahren wir hierher zurück. So, und wie viel Kapazität haben wir jetzt? So, zack, zack und zack. Und dann kannst du auch mal deine Städte ausbauen. So, und dann machen wir das mal mit allen, oder? Wir haben ja gerade eh nichts Besseres zu tun, außer darauf zu warten, dass sich irgendwelche Dinge erholen. Habe ich den schon? Nö, den habe ich noch nicht. Deswegen kannst du mal dahin flutschen. Dann gehen wir mal hier oben wieder gucken. Die sind jetzt nämlich auch schon Aristokraten. Dann würde ich da doch nochmal zwei Hütikowskis hinbauen. Okay, und wieso kann ich... Ach, weil deine Straße ist, oder? Okay, der war doof. Wo bist denn du? Da bist du. So, dann müsste der ja so sein. Und so. Und die Steuersätze sind natürlich viel zu niedrig. Das geht ja gar nicht. So, und dann können wir hier nochmal schauen. Das sieht noch alles gut aus. Die Sache mit dem Alkohol ist immer so ein Thema, aber... Also immer. Jetzt langsam. Aber wie gesagt, da kommt ja immer noch genug Fuhre ran. Meistens in einer Art, dass da immer noch was überbleibt. Deswegen müsste ich vielleicht höchstens mehr Schiffe rumschicken. Ja, wunderbar. So, dann würde ich hier den Kontor ausbauen wollen. Jep, jep, jep. Und dann düsen wir mal zur nächsten Insel. So. Kann ich eigentlich nicht sagen, hey, greif das hier an? Oder greif das hier an? Nee, ich kann da nur eine Insel bauen. Also hier hätten wir ja Tabak. Da könnte man theoretisch jetzt Tabakplantagen bauen, aber ich denke nicht, dass ich genug Tabak für meine gesamte Bevölkerung da hinten hinkriege. Ich denke, das ist eine Illusion. So, wo fährt denn das Schiff eigentlich hin? Ach, nach da oben. So, dann können wir hier die Kapazität vielleicht mal wieder ein bisschen erhöhen. Zack. Na komm.
So. Da gibt es auch noch Möglichkeiten für Erweiterungen. Und dann schauen wir hier mal, wo war denn das? Da haben wir neue Siedler. Sieht noch alles okay aus. Was hier so ein bisschen schade ist, dieses Haus wird ja von nirgends erreicht. Muss es wahrscheinlich auch gar nicht. Aber schade ist es trotzdem. Okay. Sei es drum, wir sind mit unserem Schiff wieder da oben. Laden unser Gezuppel wieder aus. Bauen dann hier einen Kontor 4 hin und laden das ganze Gezuppel wieder ein. Dann düsen wir mal dahin. Da unten, da haben wir auch noch einen. Den haben wir schon und hier oben wäre ja auch noch einer, ne? Genau. So, dann würde ich dich mal ausladen. Dich weg und dich weg. Und dann können wir hier bauen. Können wir dich, dich und dich wieder mitnehmen und mal dahin fahren. So, wie gesagt, im Prinzip geht es ja jetzt wirklich bloß noch darum, die Zeit ein bisschen totzuschlagen, bis wir eben genug Einwohner haben. Ich finde es übrigens faszinierend, dass ich immer erstmal die eines Hauses entwickle und erst danach die des nächsten Hauses. So, wie gesagt, jetzt haben wir ja wieder hier irgendwie Siedler, mit denen wir wieder die Steuersätze erhöhen können. Der Regen bleibt aus, eure Felder verdorren. Ja, ja, das ist halb so wild. Alkohol haben wir erstmal genug. Geld haben wir eigentlich auch gerade genug. Die Sache ist bloß, wenn wir Tabak hätten, dann könnten wir vieles wahrscheinlich ein bisschen angenehmer und schneller gestalten. Aber auf der anderen Seite denke ich nicht, dass es groß was ändern würde. Einen hoch kann ich hier nicht mehr. Hier kann ich noch einen hoch. Aber wie gesagt, das ist eigentlich irrelevant. Wir machen gerade E+. Ist eigentlich echt irrelevant. So, das Einzige, was wir jetzt vielleicht noch machen, wäre
Da noch eine Hütte hin. Da noch eine Hütte hin. Und da noch eine Hütte hin. Und dann könnt ihr da einfach mal weitermachen. Und wie gesagt, also die Sache mit dem Geld, das ist wirklich unerheblich eigentlich. Deswegen können wir das ganz gerne auch ein bisschen lassen.